Ja, hallo meine lieben Filmfans und fucking Freaks und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ja, wahrscheinlich denkt ihr euch, was hockt der schon wieder vor seiner Sammlung? Die Overview war doch letztens erst. Ja, ich dachte mir, ich präsentiere mal so ein bisschen Out-of-Print-Titel aus meiner Sammlung. Natürlich habe ich mir dazu auch schon ein paar Videos von den lieben Kollegen angeguckt. Und da war doch hier und da so ein Titel, den ich so ein bisschen vermisst habe. Und ja, den werde ich dann euch hier quasi nachträglich, wenn man so will, vorstellen. Aber ja, vielleicht kurz zur Erläuterung. OOP, Out of Print, was heißt das überhaupt? Ja, wie der Name schon sagt, ist Out of Print, ja, wird quasi nicht mehr hergestellt. Oder die damalige Auflage eines Filmes war so niedrig, dass es davon ja keine, im Moment keine weitere Neuauflage gibt. Und deswegen rar und vergriffen. Ich muss sagen, ich habe mich so ein bisschen daran orientiert, dass es die Titel nicht mehr bei Amazon zu kaufen gibt. Also sprich, die werden von Amazon selber nicht mehr angeboten, sondern nur noch von Drittanbietern. Da ist es jetzt, da war es mir erstmal egal, ob die Drittanbieter einen billigen Preis angeboten haben oder ob der teuer war. Ich wollte euch nur mal zeigen, was es so nicht mehr gibt. Ja, beziehungsweise was sehr, sehr selten geworden ist auf Blu-ray. Da ist es erstmal egal, ob ein Titel 50 Euro kostet oder nur 4,95 bei Medimops oder so, ja. Wie gesagt, da geht es mir nur darum, euch mal zu zeigen, welche Titel ja vielleicht auch sogar ein bisschen in Vergessenheit geraten worden sind. Aber egal, ja, genug der Laberei. Ich habe so ein bisschen was vorbereitet, ja, damit ich nicht so viel suchen muss. Ich werde hier 1, 2, 3, 4, na, 3,5 Türchen öffnen. Nein, nicht die am Adventskalender, um an die Schoki zu kommen, sondern die Türen meiner Sammlung. Die Titel, wo ich meine, die wären schon ein bisschen rar, die habe ich so ein bisschen hervorgezogen. Wie gesagt, damit ich nicht so lange suchen muss. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ja, so, da haben wir als erstes hier oben, und zwar, da hat mich der gute Timo draufgebracht, ja, 100 Feet mit der sehr attraktiven Famke Janssen. Ja, ich habe ihn leider noch nicht gesehen, deswegen kann ich euch nicht sagen, worum es da geht. So, den tun wir mal wieder ganz rein. Dann haben wir hier Daylight. Ja, ist zwar jetzt auch neu rausgekommen in diversen Mediabooks, auch mit eventuell verbessertem Bild, verbessertem Ton, keine Ahnung. Aber diese Auflage ist dennoch nicht wirklich mehr bei Amazon im Angebot. Ja? So, dann haben wir hier, ja gut, das ist jetzt eine kleine Collection in dem Schuber, aber zähle ich dennoch einfach mal zu den Emerays. Die Kollektion von The Exorcist. Ja, ich denke mal, da geht es hauptsächlich um die Teile 2 und 3, Exorcist, wie heißt das hier? Der Anfang und Dominion oder so. Ja. So, dann haben wir hier unten. Da war nix. Und vielleicht hier so, nur so zur Erwähnung, ja. Die Erstauflagen im Schuber von I Spit on Your Grave, auch das Original. So, dann auch tatsächlich dieser hier. Die Steelbook-Auflage davon ist auch natürlich sehr, sehr teuer. Aber wie gesagt, wir wollen uns ja hier um die Amareis oder wie man auch gerne sagt, Keepcases drum kümmern. Ja, hier noch original verpackt
Omen 2 und Omen 3 auch sehr, sehr selten geworden. Dann auch sehr selten geworden. ein lustiger Titel tatsächlich, Porn Horror Movie. Ja. Hier macht Ron Jeremy mit, ja. Diverse Heimatfilmchen-Gucker, dem sagt der Name auf jeden Fall was. Der lädt auf jeden Fall hier so ein paar Nachwuchstalente ein. Und ich glaube, genau, und Ron Jeremy wird hier vom Blitz getroffen, ja, im Blitz aus dem All, und dann fällt ihm der Schniepel ab und der Schniepel geht auf, ja, auf Mordjagd sozusagen. Und ich weiß nicht mehr ganz genau am Ende des Films, ich weiß nicht, ob es vor dem Abspann oder mittendrin oder nach dem Abspann war, da. Oh, dieses Bild kriege ich nie wieder aus dem Kopf. Ich sag nur Pimmelhelikopter. Schlimm, schlimm, schlimm. Ja, sowas habe ich in der Sammlung. Dann auch noch original verpackt. Poltergeist 2 und 3, auch sehr, sehr selten geworden. Mir ist auch aufgefallen, dass die Blu-rays, die selten geworden sind, die sind meistens hier in so einer dicken Hülle. Ja, MGM, ich glaube Paramount auch oder so, ich weiß es gerade nicht. Ist mir auf jeden Fall mal so aufgefallen. So, dann gehen wir mal nach hier unten. Den habe ich auch zum Beispiel gar nicht mehr gesehen. Stung. Sie werden dich stechen. Ist auch so ein deutscher Creature-Feature. Habe ich damals im Kick mitgenommen für 1,99. Ja, heute nicht mehr so leicht auffindbar. Ja, komm, er muss reingehalten werden. Die stinknormale Blu-ray Emery im Pappschuber. Ja. So. Dann denke ich mal auch, dass der hier out of print ist. Wie gesagt, wir reden hier immer von Blu-ray Emerays. Ja, klar, sicher, 500 Stück limitiert, aber hier ist keine Limitierungsnummer vorhanden, dass ich das irgendwie nachvollziehen kann. Dann vielleicht auch zu erwähnen, auch hier die Erstauflage im Schuber. Ja, von dem Film Train mit Thora, dicke Titte Birch. Den muss ich auch noch mal neu gucken. Das weiß ich gar nicht mehr, wie der so war. So, dann kommen wir hier unten auch einfach mal so zu ein paar Collections, die auch nicht mehr so leicht zu finden sind. Hiervon gibt es mittlerweile auch eine. Ja gut, hier widerspreche ich mich jetzt gerade selber. Hiervon gibt es mittlerweile eine Emery-Variante. Die kriegst du natürlich hinterhergeschmissen, aber die Erstauflage im Schuber. Beziehungsweise es ist ein Digipack. Ich zeig's trotzdem. Ah, habe ich wieder nicht aufgepasst. Naja, egal. Genauso habe ich hier nicht wirklich aufgepasst. Die Rampage-Trilogie auch in diesem ja, Digipack. Ja, den ersten Teil habe ich natürlich ausgetauscht, da weiß ich, dass der geschnitten ist. Aber ich nehme es trotzdem mal mit rein, ja? Wahrscheinlich werde ich dieses Video auch dann nachträglich umbenennen in Blu-ray Emerays und Digipacks. Ja, auch nicht mehr so leicht zu finden, die Quadrilogie. Ja, Quadrilogie kommt nach Trilogie. ja. Hier auch der sagenumwogene John Rambo in der Uncut-Version auch hier enthalten. Ja. Und dann noch eine sehr, sehr schöne Edition. Und zwar ist das die Stirb langsam Legacy Collection. Ja, hier sind die ersten fünf Dinger drin und irgendein Teil hiervon, da war damals der Director's Cut oder wie auch immer, der war nur hier vorhanden. Später nicht mehr. Ja, hier ist noch so
ist ein Digipack drin und irgend so ein komisches Büchlein. Was steht da hinter den Kulissen? Ja, ist ganz nett. So. Upsala. Dann kommen wir zum zweiten Türchen. Ja. Ihr kennt meine Türchen. So. Und dann ein ja, Fantasy-Barbaren-Trash, wenn man so will. Beastmaster. Ja. Auch sehr, sehr schwer mittlerweile ranzukommen. Genau wie an das Original von Black Christmas. Ich glaube, der heißt auch irgendwie Jesse Treppenspur in den Tod, wie auch immer. Dann einfach nur für die, die es interessiert, die Erstauflage, das ist die jetzt nicht, aber von Sleepy Hollow, war auch sehr, sehr teuer. Dann was auch nicht mehr bei Amazon ja, selber aufgereiht ist zum Kaufen. Shutter, sie sehen dich. Noch schwieriger ist es, an das Original aus Asien ranzukommen. Was auch Shutter heißt, natürlich. So, auch der hier sehr vergriffen. 30 Days of Night. Sieht man auch daran, zum Beispiel, ja, ihr habt noch hier eine ganz kleine FSK 18 Auflage von hier hinten drauf. So, dann zeige ich euch, glaube ich, einer meiner teuersten Blu-ray-MRAs, die ich habe. Es müsste eins der teuersten sein. Drei Engel auf der Todesinsel. Lief mal auf Tele 5, ja, bei Schläferz, ja. Das Ding hier ist limitiert auf 1000 Stück und die Preise gehen hier wirklich ins Drastische hoch. Teilweise über 100 Euro. Ob die Leute das zahlen, keine Ahnung, aber es haben sich sogar schon Leute dafür interessiert, wo das Ding 80, für 80 mal angeboten worden ist. Und dann auch sehr, sehr rar geworden tatsächlich. Fortress, die Festung, ja, mit Christopher Lambert, ja. So, dann auch ein Film, der, glaube ich, nachträglich indiziert worden ist, meine ich. Killer Joe, vom Regisseur von Der Exorzist. Ja, hier steht also William Friedkin mit einem Schuss Tarantino. Ja, kann man so sagen. Der hat auf jeden Fall eine sehr verstörende Szene mit einem, wie heißt das? Mit so einem Chicken Wing. Bisschen komisch. Und ja, der ist zwar noch zu bekommen für kleines Geld bei Drittanbietern, aber so neu und original denke ich eher nicht mehr. Von Amazon selber Lady Blood. Geh rein, du Sau. Ja, dann auch ein Film, den ich sehr, sehr gerne empfehle. Pathfinder, Fährte des Grauens. Fährte des Kriegers, Entschuldigung. Ein sehr, sehr cooler Markus Nispel, ne, glaube ich. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ich meine, das wäre der Typ, der. Ja, Markus Nispel, genau. Ein sehr, sehr cooler Wikinger-Fantasy-Film. Ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mit dem Carl Urban, ja, der Dredd verkörpert hat. Kann ich euch wirklich ans Herz legen. Dann auch ein Film, der nicht mehr so leicht in der Uncut-Version zu bekommen ist. Universal Soldier Day of Reckoning. Ich bin jetzt mit der Universal Soldier-Reihe nicht so groß geworden, muss ich sagen. Den hier habe ich mir angesehen. Und der hat seine Spio-JK-Freigabe auf jeden Fall mehr als verdient. Da geht es teilweise richtig hart zur Sache. Ich erinnere mich da an so eine
Überfallszene, wo eine Familie ja, zu Hause überfallen wird und das alles so aus der Ich-Perspektive von der Frau, die da vermöbelt wird. Übel. Übel, Frau Dübel. Dieser hier ist auch sehr, sehr selten geworden. P2, Schreie im Parkhaus. Ja, geht auch so zwischen 18 und 20 € muss man dafür schon teilweise hinblättern. Kommen wir zu Serien. Hier habe ich auch teilweise gar keine Infos mehr bekommen. Supernatural, The Enemy Series. Ein richtig seltenes Ding geworden. Habe ich leider noch nicht reingucken können. Ja. Was ich erst nämlich im Nachhinein wusste, dass das hier leider im O-Ton ist mit deutschen Untertiteln. Und da habe ich nicht so Bock drauf. Manchmal, manchmal. Kommen wir zu weiteren Serien. The Sarah Connor Chronicles, Terminator SCC. Auch selten geworden. Genauso wie die zweite Staffel, die bei mir noch zu ist. Auch selten geworden. Tatsächlich diese beiden Dinger hier. From Dusk Till Dawn, die Serie. Ich weiß gar nicht, dritte Staffel, ist die draußen oder kann man die nur online gucken? Ich habe gerade gar keine Ahnung. Die waren auf jeden Fall mal im Angebot und da habe ich direkt zugeschlagen. Ich habe mir die erste Staffel fast komplett mal online angeguckt. Und die ist ein bisschen, beziehungsweise die spiegelt so den ersten Teil vom Film wider. Ist natürlich ein bisschen länger, ein bisschen in die Länge gezogen. Aber trotzdem kann man sehr, sehr viele Parallelen zum ersten From Dusk Till Dawn wiederfinden. Schwierig ist hier ein bisschen die Synchro, ist nicht ganz so gut gelungen. Und ja, die, wie heißt die Tänzerin nochmal? Satanicum, Pandemonium oder so. Da haben sie hier leider so ein Hungerhaken-Mädchen genommen, wo ich mir dachte, oh, ess doch mal ein bisschen Schokolade, komm vorbei, ich hab was hier. Ja, trotzdem nimmt am Ende der ersten Staffel gibt es so eine Handlung, die anders ist als im Film, und da dachte ich mir so, oh, jetzt wird es doch schon wieder interessant. Also ich, wer wirklich From Dusk Till Dawn Fan ist, wer Mike Mendez Fan ist, wer Road Movies mag, der kann da ruhig gerne mal reingucken. Und wenn man ein bisschen Abstriche machen kann bei der Synchro, so schlecht ist es nicht, finde ich. So, ach, das geht prima. So, dann habe ich mir hier, was habe ich mir hier noch beiseite getan? Wir wären jetzt hier bei C. Normalerweise würde ich jetzt hier rausholen, ihr könnt es euch denken, Conan der Zerstörer. Habe ich aber in mein Blu-ray Steelbook mit reingetan. Ja. So. Dann haben wir hier noch einen, der wurde mir damals von dem lieben Filmangler empfohlen. Chocolate. Auch sehr, sehr rar, natürlich. Ich wiederhole mich, ich weiß. So, dann auch noch mal hier drei Titel, die ich mir zurechtgelegt habe. Einmal Triangel, auch noch nicht gesehen. Ja, nicht mehr quasi, ich sag jetzt mal, neu zu bekommen, aber dennoch günstig über Drittanbieter. Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Und Species. Dann auch ein sehr seltenes Teil geworden. Ja, mittlerweile gibt es den auch auf im Blu-ray Mediabook. Get Carter haben wir hier einmal. Und dann natürlich die paar Godzilla-Filmchen, die ich hier habe. Ja, die im gebrauchten Zustand, da geht es auch schon ab 20, 25 € aufwärts los. Da haben wir hier zum Beispiel, ja,
Godzilla, das Original. Godzilla kehrt zurück. Godzilla vs. Mechagodzilla 2. Godzilla vs. Space Godzilla. Godzilla vs. Destroyer. Dieser hier komischerweise nicht. Godzilla 2000 Millennium. Gebraucht 8 Euro. Fand ich jetzt so gesehen in Ordnung, aber ich zeige ihn trotzdem, ja. Wie gesagt, die anderen 20 Euro aufwärts, richtig übel. Godzilla vs. Megaguros mit Tsatsiki. Godzilla against Mechagodzilla. Godzilla Tokyo SOS. Und als letztes, den ich jetzt so in der Sammlung habe, Godzilla Final Wars. So, dann auch gehen wir in eine andere Richtung. Hooligans. Auch eine rare Blu-ray. Ich halte ja sonst nichts anderes hier rein. Geht's weiter hier mit Mr. Jones. Der ist mit Nee, ist er nicht? Ach, dann habe ich den verwechselt. Aber Mr. Jones ist ja auch ein Ding, was nicht mehr so überall angeboten wird. Dann könnte ich mir vorstellen, dass auch die stinknormale, ungekürzte Blu-ray M-Ray von My Bloody Valentine rar ist. Genauso wie dieser hier. Ja, sehe ich auch nicht mehr so oft. Night of the Demons, ja, das ist ein Remake. Ja, vom Original halt, logischerweise. So, dann Scary Movie. Da. Oh, Leute, guckt da mal nach. Das ist echt der Hammer. Ups. Ne, du nicht, aber du. Und zwar Sex and Zen in der 3D-Version. Dann einmal eine Komödie, ja? Meine Frau, die Spartaner und ich. Das ist noch einer der letzten guten Spoof-Filme, ja, Verarschungsfilme, die ich tatsächlich noch richtig lustig fand. Ja, ihr seht es hier. Ich habe damals 8,90 € gezahlt. Lange, lange ist es her. Und heute auch nicht mehr so leicht zu bekommen. Dann nur mal so als zur Erwähnung: Strippers versus Zombies. Genau. Dann geht's weiter mit Walking Tall. Hätte ich auch nicht gedacht. Und Jattermann, ja, ein quietschbunter Superheldenfilm von Takashi Miike. Ach, das ist eine Neuverfilmung der beliebten Zeichentrick-TV-Serie. Okay. Aber ich denke mal schon, das geht so Richtung Superheldenquatsch irgendwie. Ja. So, und dann öffnen wir jetzt die letzte Tür. Viel ist es nicht mehr. So, genau, dann zeige ich euch mal die zwei hier im Doppelpack. Und zwar tatsächlich Carrie. Das Original sowie auch das Remake. Was noch schwieriger zu bekommen ist, ist tatsächlich das Double Feature. Es gibt ein Double Feature, wo beide Filme in einer Hülle sind. Und das ist auch richtig teuer. Dann möchte ich euch noch zeigen, wenn ich es denn rauskriege. So, das tue ich mal hier.
stellvertretend auf jeden Fall Cold Prey 1 und Cold Prey 3. Auch ja, relativ schwierig nicht, aber man muss schon ein bisschen was hinblechen. Und dann, den habe ich auch mal für 1 Euro geschossen, weil mich der einfach, weil ich den Cast so geil finde. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Casper Van Dien, ihr wisst schon, Rico's Roughnecks, au! Coolio und Udo Kier in Dracula 3000. Ja, auch eine, ja, seltene Blu-ray. Und dann haben wir hier noch das große Fressen. Nee, das nicht. Genau, dann haben wir hier noch einen Creature-Feature-Film. Hobbinger Down. Ja, mit Lance Henriksen. Und dann haben wir hier noch Hostel 3. Ja, ist auch richtig schwierig dran zu kommen. Einige Sammler weichen sogar schon auf die UK-Fassung aus. Die hat auch deutschen Ton. Ja. Ist aber eher so der Schwächere von der Hostel-Trilogie. Dann auch recht selten und teuer geworden The Happening. So, jetzt muss ich noch mal auf meine schlaue Liste gucken, ob ich euch alles gezeigt habe. Nee, einen habe ich euch noch nicht gezeigt. Ha. Da. Dann haben wir hier noch Metamorphosis. ja, kann ich euch leider noch nichts zu sagen. Den habe ich noch nicht gesehen. Das ist auf jeden Fall so ein asiatischer Monsterhorror. Ja, der auch schon relativ teuer geworden ist. So. Und das war's jetzt aber auch. Ich habe meine Liste abgearbeitet. Wenn ihr noch mehr wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann gucke ich mal, ob ich das vielleicht vergessen habe, euch zu zeigen. Oder ja, wie steht ihr allgemein zu dem Thema? Ist euch das egal? Streamt ihr das lieber? Oder ja, oder schreibt mir mal am besten, das würde mich mal interessieren, für welchen Titel ihr richtig viel Geld hingelatzt habt. Bei mir war es Conan der Zerstörer, da habe ich mit Versand 27 Euro für hingeblättert. Ja, das war auf jeden Fall meine teuerste MRA, also meine teuerste Out-of-Print-MRA. Und ja, wie gesagt, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Thema. Und wie gesagt, das war jetzt alles ein bisschen im Schnelldurchlauf. Ja, sie haben ja auch gleich schon wieder eine halbe Stunde durch. Und ja, wie gesagt, ich habe mich da so ein bisschen an Amazon gerichtet. eBay ist da so eher, ja, die wollen alle immer viel Geld haben. Aber ich denke mal, wenn ein Versandhaus einen Film nicht mehr selber anbieten kann und man auf, ja, auf Drittanbieter zurückgreifen muss oder Drittanbieter werden angezeigt, dann denke ich mal, ist da schon ein bisschen was dran, dass es diese Titel im Moment nicht mehr gibt. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, das war für euch so in Ordnung. Würde mich freuen, wenn ihr, wie gesagt, gerne zu dem Thema was drunter schreibt. Ja, ich finde es auf jeden Fall richtig cool, interessant und auch natürlich irgendwo schade, ja, dass einige damit richtig fett Kohle machen wollen. ja, wenn man sucht, findet man natürlich auch was. Und ja, andere Titel, die ich hier nicht zeigen konnte, wie zum Beispiel The Faculty oder so, das habe ich dann im Mediabook, ist dann klar, dass ich hier nicht die MRA zeigen kann. Doppelt gemoppelt habe ich jetzt nichts mehr so wirklich in der Sammlung. Und wie gesagt, falls euch was fehlt, aufgefallen ist oder wenn ihr sagt, ey, der eine Film da, der ist aber nicht, hast du dich vertan? Dann schreibt es mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare und ja, ich freue mich.
Von daher sage ich jetzt mal tschüss, macht's gut, schönen Sonntagabend noch und wir sehen uns demnächst. Hier bei mir auf meinem Kanal. Das ist das deutsche Herrlich, herrlich.